Ihr seid euch nicht ganz sicher, ob ihr immer die Töne trefft und ob ihr sauber singt, wenn ihr zu eurer absoluten Lieblingsmusik laut mitschmettert oder wenn ihr im Chor singt und um euch herum ganz viele andere Stimmen mitsingen, dann habe ich für euch zwei Tricks, die ihr sofort anwenden könnt. Ich bin Verena von singdu.de und los geht's! Wer schon mal auf der Bühne gestanden hat, wer im Chor singt, wer zu seinen Lieblingsliedern laut mitsingt, der wird das kennen, man hört sich während des Singens gar nicht wirklich selber. Weil die Musik so laut ist, weil alles um einen herum so dröhnt und man hört sich überhaupt nicht. Und da gibt es einen Trick, den ihr machen könnt und den möchte ich gerne mit euch zusammen jetzt ausprobieren. Ihr könnt euch ein Ohr zuhalten. Aber nur ein Ohr. Warum? Wir wollen natürlich uns in dem Moment besser hören, aber gerade wenn wir noch zu einer Musik singen wollen oder gerade wenn wir noch in einem Chor singen, dann wollen wir natürlich auch noch die anderen mithören. Wenn wir uns aus Versehen beide Ohren zuhalten, singen wir zwar für uns vielleicht richtig und hören die Tonhöhen von uns super, aber vielleicht singen wir gerade an einer ganz anderen Stelle als unsere Freunde. Deswegen nur ein Ohr zu halten und wir probieren das mal aus. Erstmal ohne Ohr zu halten, einfach ein bequemer Ton, vielleicht dieser hier. Klavier war nicht an. Klavier geht nicht an. Ist schon an? Nee. Klavier geht nicht. Klavier geht nicht. Klavier, geh bitte. Jetzt geht's, jetzt geht's. Yay! Okay, wir nehmen uns also einen bequemen Ton, den hier, und singen einfach nah auf diesen Ton. Na. Und das machen wir jetzt einmal nochmal mit dem auf diesen Ton, mit einem Ohr zu. Na. Und das klingt jetzt für mich total eigentümlich, weil ich mich innerlich natürlich höre, aber auch noch den Raumklang habe. Also wir haben beides. Das könnt ihr bei der nächsten Chorprobe oder wenn ihr zu einer Musik übt oder zu einer Karaoke-Version oder was oder zu einer CD laut mitschmettert, das könnt ihr gleich mal ausprobieren. Hat der erste Trick schon ein bisschen geholfen bei euch oder wollt ihr ihn ausprobieren? Dann gebt mir einen Daumen hoch, darüber freue ich mich. Wir machen weiter mit dem Trick Nummer 2. Bei dem zweiten Trick geht es darum, dass wir uns selber in dem Raum nochmal besser hören wollen. Denn ihr müsst wissen, wenn wir jetzt sprechen oder singen, hören wir uns persönlich sehr, sehr nah an uns, an unserem Knochenklang, denn diese Knochen, die tragen den Klang immer weiter. Und genau da hören wir einen ganz anderen Klang von uns, als der, den andere von uns hören. Aber es ist doch interessant, mal zu wissen, wie man selber klingt. Und man hat nicht immer eine Aufnahme sofort parat. Und gerade wenn man Übungen macht, ist es vielleicht auch ganz gut, immer direkt in dem Moment zu schauen, wie klingt das. Und um sich da besser hören zu können, gerade wenn ihr auch Töne treffen lernt, ist das auch eine gute Möglichkeit, nochmal zu hören, wie klinge ich überhaupt gerade in Wirklichkeit und nicht nur das, was ich gerade selber höre. Da ist dieser Trick, wir nehmen unsere beiden Hände und wir legen die ans Ohr und zwar so hierhin, dass wir uns die Ohren eigentlich ein bisschen abschirmen, weg von dem Klang, den wir direkt aussprechen. Und da hören wir einen anderen Klang und das klingt, ich bin immer fasziniert, weil das klingt gleich ganz anders. Probiert das doch mal aus. Und das ist viel eher der Klang, den vielleicht andere hören. Für mich ist es zum Beispiel so, dass ich mich dann viel höher höre, als wenn ich mich jetzt sprechen höre. Da denke ich immer, ich habe eine viel tiefere Stimme. Und wenn ich dann Aufnahmen von mir höre, merke ich, ach nein, du hast eigentlich doch eine relativ hohe Stimme. Die ist ja gar nicht so tief. Also das könnt ihr machen, auch beim Singen. Und dann werdet ihr ein bisschen mehr einen Eindruck haben, wie ihr in diesem Raum plötzlich klingt. Übt aber nicht immer so natürlich. Denn natürlich sollt ihr auch euer Körpergefühl kennenlernen und nicht jetzt immer irgendwie eine Handhaltung dazu machen. Aber sie hilft sehr, um so einen kleinen Eindruck zu bekommen und das Tönetreffen nochmal besser zu trainieren.
Probiert doch mal beide Tricks aus, seid ganz experimentierfreudig dabei und schreibt mir dann unten in die Kommentare, welcher von diesen beiden Tricks denn überhaupt was für euch ist und welcher viel einfacher für euch ist. Wenn ihr Töne treffen lernen wollt, dann habe ich schon mal Videos dazu gemacht. Da verlinke ich euch hier neben mir ein Video. Das könnt ihr euch gleich im Anschluss angucken. Das würde euch bestimmt interessieren. Und dann, wenn ihr beim nächsten Video dabei sein möchtet, dann aktiviert die Glocke, abonniert vorher meinen Kanal und bis zum nächsten Video.